kennen Sie? Und was ist damit? Nein? Dann nichts wie ab in den Leo Askin Park. Der hat noch dazu die Form einer Tortenecke. Wie diese Geschichte ins Gespräch kam von wegen Tortenecken, ist mir halt eingefallen, ich gestalte meinen Kuchen und meine Torten fürs Kindergeburtstag mit Smarties. Und das Besondere an diesen Wiener Park-Funnies ist, dass sie weich sind, dass sie bunt sind und man kann drauf sitzen, spielen, springen, liegen, alles Mögliche. Selbst bei strömenden Regen behalten die Smarties, offiziell Park-Funnies genannt, ihre Farbe und ihre Anziehungskraft auf Kinder. Weil sie so bunt sind und rund und wo man sich sieht. Wie der blaue Smartie! Bei den Kindern hat der Park genau ins Schwarze getroffen. Wunsch ist es aber auch, für Erwachsene ein Stück Grün vor die Haustür zu bringen. Parkbankerl, Rampen für Kinderwagen und Rollstühle, sowie ein Trinkbrunnen. Auch eine eigene Zone für Hundebesitzer ist eingeplant. Die Flächen an sich sind im großen Teil so, wie es eigentlich überall ist, ohne Hunde zu nutzen. Und nur eine einzige Fläche, die wir zur Verfügung stellen, auf der anderen Fläche drüben, stellen wir den Hundebesitzern zur Verfügung, aber nur unter der Bedingung, dass es angeleint passiert und auch, dass der Hundedreck weggeräumt wird mit diesen Hundesackern. Bleibt zu wünschen, dass sich alle an die Spielregeln halten. Das heißt, wenn die Hunde dort sind, wo sie hingehören, und wenn die Kinder und auch andere Leute in den Wiesen sich aufhalten können, tatsächlich aufhalten können und dort auch spielen können. Das ist das Wichtige an diesem Park. Denn so hat man mit denen genauso viel Spaß wie mit denen.